Etliche Flacherdler sind ja der Meinung, die Kugelerde wäre schon deswegen unmöglich, weil am Äquator aufgrund ihrer Rotation viel zu hohe Fliehkräfte herrschen würden. Bei einem Erdradius von rund 6371 Kilometer ergibt sich eine Rotationsgeschwindigkeit von ca. 1600 Kilometer pro Stunde am Äquator. 1600 Kilometer pro Stunde am Äquator, Leute! Hä? Was? Wie? 1600 Kilometer pro Stunde am Äquator, Leute! Alter, wer hat den denn schon wieder reingelassen? Mann! Giovanni, aus! Mach Sitz. Immer diese sizilianische Straßenköter. Das ist unglaublich. Also, also die Flacherdler vergleichen die Erde dann gerne mit einem rotierenden Ball oder auch einem Karussell. Aufgrund der Zentrifugalkraft müsste das Wasser am Äquator also weggeschleudert werden. Und das Wasser verhält sich wie dieses Karussell. Was? Das muss weggeschleudert, so wie das Zentrifugalkraft. Das ist Gesetz, das kann keiner widerstreiten. Sag mal, das habe ich doch gerade gesagt. Du passt schon wieder nicht auf, Johann. Also, die Erde... Das ist Zentrifugalkraft. Die schleudert das Wasser nach außen. Das ist Physik. Ja, wir haben es verstanden. Also, die Erde soll also ein Karussell sein, welches sich rasant dreht und durch die Gegend wirbelt. Na denn, lass uns Karussell fahren. Das macht immer Laune. Nehmen wir doch als Beispiel Energy Storm oder auch Ecstasy genannt. Das rotiert und wirbelt, dass so manchem die Fliehkraft hinterher aus dem Gesicht fällt. Ganz praktisch, ja. Ja, da sollte die Erde locker mithalten können, wa? Also, das ist zwar Echtzeit, aber so wirklich überzeugend ist das jetzt nicht. Also viel mit Wirbeln und rasend rotieren und wegschleudern? Ne. Nicht wirklich. Na gut, war jetzt vielleicht etwas überambitioniert für den Anfang. Mal gucken. Na, was haben wir denn noch? Na, doch, nehmen wir doch das Lieblingsbeispiel der Flacherdler. Ein Kettenkarussell, ganz klassisch. Ja? Die hat auch eine recht hohe Fliehkraft und schleudert einen ziemlich weit raus. Das sollte doch passen. Und nicht in die Gänge. Und das ist immer noch Echtzeit. 1600 Kilometer pro Stunde am Äquator. Oh, das macht doch keinen Spaß. Vielleicht sollten wir ein bisschen langsamer angehen lassen. Ich weiß nicht. Riesenrad vielleicht? Gut, das hat jetzt mit Rasen und Wirbeln nur sehr bedingt zu tun, aber hey, immerhin, es dreht sich einigermaßen flott. Man muss halt nehmen, was da ist, nicht wahr? Ach komm, du willst mich doch wohl verschaukeln hier. Sag mal. Nee, das wird nix. Von wegen Karussell. Das ist ja nicht mal ein Schneckenkarussell, die lahme Krücke. Rasen und Wirbeln, wa? Nischt. Da will ich gar mein Geld zurück. Das ist Physik. Ach, halt doch die Klappe.